Was genau bedeutet eigentlich entgiften? Wie genau kommen die Gifte in deinen Körper und warum lagern sie sich dort ab? Und vor allem, wie wirst du diese Gifte wieder los? Das alles erfährst du heute im Interview mit der Gesundheitsexpertin Anja und dem Diplombiologen Jens Jakob aus Berlin. Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem Interview. Entgiften, entschlacken, entsäuern, das sind Begriffe, die wir auch mal wieder hören. Aber was genau verbirgt sich dahinter? Und mehr werden wir heute dazu erfahren von Anja und Jens Jakob. Anja ist Gesundheitsexpertin, Jens ist Diplombiologe. Und ja, erstmal möchte ich euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Ihr kommt aus Berlin und habt dort eine Herbathek, so ein Fachgeschäft für ja, alte Bio-Heilkräuter, Gewürze und Naturheilmittel. Das Ganze gibt es natürlich auch als Online-Shop. Und mit eurem Wissen helft ihr vielen Menschen, gesund zu werden und zu bleiben. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo, vielen Dank. Wir freuen uns, dass wir heute hier sitzen. Man sieht ja bei euch schon ganz, ganz schön viel im Hintergrund. Da sind ganz viele kleine Packungen und das ist quasi das, was man euch auch bekommt. Die ganzen Kräuter. Das heißt, ihr habt da eine riesengroße Auswahl an Kräutern. Darf ich fragen, wie viele ihr da bei euch habt in der Auswahl? Ja, wir haben 450 Bio-Heilkräuter. Wow. Und, darunter sind auch Gewürze. Wir haben sehr wenig aus konventionellem Anbau, viel mehr aus Bioanbau, aber einiges gibt es halt nur im konventionellen Bereich. Ja. Ja, das heißt, mit 15 Jahren habt ihr natürlich einiges in Erfahrung da aufgebaut und ja, wunderbar. Schön, dass ihr da heute bereit seid, ein bisschen über das Thema zu sprechen. Entgiften. Man sagt ja, dass es allgemein hilft, die Gesundheit zu steigern. Es soll helfen, die Müdigkeit zu vertreiben oder das Wohlbefinden zu steigern. Aber die Frage ist, was genau heißt das eigentlich? Was steckt dahinter? Darüber lassen wir heute sprechen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Was verbirgt sich hinter dem Begriff entschlacken, entgiften? Also dazu muss man vielleicht erstmal sagen, also ja, du hast recht, das ist ein Thema, ist auch ein Modethema. Aber auch zu Recht, weil wir häufig wirklich überlastet sind, der Körper ist überlastet, mit Säuren und Giften überlagert. Und vielleicht muss man erstmal klären, was sind eigentlich Gifte? Das ist ja so ein bisschen nebulöser Begriff, man kann das gar nicht richtig einordnen. Wenn wir von Schlacken und Giften sprechen, sind das eigentlich überwiegend Säuren und auch organische Stoffe und auch Schwermetalle, aber überwiegend Säuren. Ja, und die werden halt aus ganz bestimmten Gründen, über die wir dann auch später sprechen werden, im Körper abgelagert, auch zu viel abgelagert und die machen dann, können Probleme verursachen. Treiben ihr Unheil. Genau. Ja, okay. Wenn wir jetzt sagen, es sind also Säuren oder Schwermetalle, was auch immer, Salze wahrscheinlich auch noch, die mit dabei sind, wie kommen die in meinen Körper rein? Diese Frage höre ich immer wieder. Also ist ja alles gut und schön, aber wo kommen die überhaupt her? Genau, gute Frage. Also, das liegt natürlich heute in der industrialisierten Zone, wo wir hier uns befinden, auch teilweise an den denaturierten Lebensmitteln, an den Umweltgiften, sei es Auto, Flugzeuge, das Ganze, die zu flache Atmung, der Mensch hetzt und nimmt sich nicht mal Zeit für eine Nahrungsaufnahme, sondern es ist alles immer nur im Rush ganz schnell und genau, zu viele tierische Eiweiße, zu wenig Wasser etc. Das sind halt alles so, sag ich mal, global gesagt, so die Verursacher der zu viel Säuren im Körper. Vielleicht darf ich noch ergänzen, ja. Das ist vielleicht immer ganz schön, wenn wir das so zusammen machen. Es gibt auch innere Prozesse, ne? Es gibt auch einen inneren Grund, warum Säuren entstehen. Wenn ich ständig im Stress bin zum Beispiel, ne, entstehen im Körper durch Stoffwechselabläufe Säuren. Und, ne, wie gesagt, die machen dann eben auch Probleme. Ich würde auch vielleicht gerne noch mal was zum Atmen sagen, weil das gibt man mal gern so als Stichwort, aber was heißt das denn eigentlich? Warum führt denn eine schlechte Atmung zu Übersäuerung? Deswegen, weil, wenn man nicht genügend abatmet, das ist das Hauptproblem, also einmal atmen wir zu wenig tief ein, aber auch viel zu wenig lang ab. Das heißt, wir haben ständig latenten CO2, also Kohlendioxid,
Pegel in der Lunge und damit auch im Blut. Und wir haben ja einen sehr, sehr starken Puffermechanismus im Blut, der es eigentlich gut regulieren kann und die Säure neutralisieren kann. Aber der ist auch nur begrenzt fähig. Das heißt, wenn wir also ständig sozusagen durch diese schlechte Atmung einen zu hohen Säurepegel aufrechterhalten, kann das eben auch zu einem Problem werden. Mhm. Und dieser andere Punkt, wenn ich jetzt auch noch sagen darf, mit dem Wasser, auch das ist ja nicht, weil Wasser, gerade wenn es ein Wasser ist, was sehr wenig also Mineralien drin hat und sehr wenig belastet ist, ist ja ein Lösungsmittel, ein Entgiftungsmittel. Das heißt, damit können wir durchaus diese Gifte gut abtransportieren. Wenn man zu wenig davon zu sich nimmt, fehlt uns dieses Lösungsmittel. Das heißt, es ist also gut und viel Wasser trinken. Zusätzlich zu den Teedrosen. Das wird ja ganz oft auch mal, sage ich mal, bei unserer Kundschaft auch verkannt. Diverse Kunden sagen, oh, ich trinke 2 Liter Tee am Tag. Und dann gucken wir und staunen und fragen, wie viel Wasser die dann dazu trinken würden. Auch gar keins. Und dann denke ich mir, das kann nicht sein. Ich mache mal hier ganz gerne ein kleines Beispiel. Und zwar sage ich immer, ein Pullover wäscht man ja auch in einer Seifenlauge und es benötigt dazu ganz klares und vieles klares Wasser, um ihn dann zu spülen, um ihn wieder tragbar zu machen. Und wenn ich den Pullover nur in Seife einweiche und ihn danach aufhänge und anziehe, dann laufe ich rum, weil er steif ist und er ist einfach nicht schön. Und genauso ist es auch, Teedrogen sind Lösungsmittel und sie brauchen sehr viel Wasser, um dann ihre nötige Arbeit im Körper zu verrichten. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr das sagt, denn das wird oft verkannt. Ja, also Tee oder Kaffee, meinen viele, das zählt doch mit dazu. Ja. Wasser ist ein Transportmittel, will ich mal sagen. Ne? Also Wasser muss sauber sein und dann kann es die Dinge aus dem Körper raustransportieren. Ja. Und ist es das nicht, wenn ich Leitungswasser in der Großstadt trinke, dann habe ich eben da oft das Problem, dass es eben genau das Gegenteil ist, dass ich mich eher dann noch weiter belaste als entlaste. Mit ganz genau. So traurig ist es eigentlich. Aber jetzt will ich auch noch was ergänzen. Es gibt aus meiner Sicht noch mehr Punkte, und zwar Stichwort Deo, ja, weil ihr sagtet Schwermetalle. Und über die Haut kommen eben viele verschiedene Sachen, durch die Kleidung, die ich trage, wenn ich was neu kaufe, da sind irgendwelche Stoffe drin, was ich mir da so an Kosmetik auftue, in die Haare schmiere. Und so weiter und so fort. Da kommt ja auch ganz viel rein. Also viele verkennen auch das Problem, dass über die Haut auch ganz viel einfach reingeht in den Körper. Also ich sage mir immer, das, was ich auf meine Haut drauf tue, das würde ich notfalls auch essen. Und bei meisten sieht es eher nicht so aus. Also was auf die Haut drauf kommt, das würden sie nie auf die Idee kommen, das zu essen. Also nur mal als Beispiel. Ne? Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Also das sollte man auch nicht vergessen, dass die Haut natürlich auch eine Aufnahme Organ ist, ne? Sowohl ja. Abgabe auch von Giften, aber natürlich genauso Aufnahme. Ja. Weil ich die Frage, ja, mir fällt gerade noch ein, ja. Weil ich letztens auch die Frage hatte mir jemand diese Frage gestellt. Zähne ist natürlich auch noch ein großes Thema, also sprich Amalgambelastung und so weiter, was man also an Metall im Mund hat, da wird ja auch, oder aus Plastik, da geht ja auch ganz viel in den Körper mit rein. Absolut, ne? Richtig. Ja, genau, also Duschgels oder Shampoos. Da sind überall Plastikstoffe drin und die nimmt der Körper dankend auf und dann hat er natürlich die Überbelastung und wird krank, ja. Ja, jetzt fällt mir noch einer ein. Impfen, auch noch eine große Sache. Ne? Ja, das ist ein ganz neues Thema. Ein ganz neues Thema. Also wenn man anfängt zu überlegen, die Kette wird immer länger. Was sich erstmal so anhört, wir leben in industrialisierten Welt, es hat erstmal so kein Gesicht, aber wenn man anfängt zu gucken, dann wird einem ganz schnell klar, also was das denn da konkret alles ist. Medikamente, also je länger ich drüber nachdenke, die Liste wird immer länger gespritzt. Ja, auch sofort. Nochmal zu dem Punkt mit den Zähnen. Es gibt ja auch viele Menschen, die jetzt schon ein bisschen bewusster sind und dann die Amalgamfüllung wieder ausmachen. Ne, mit dieser Kopf. Böse Falle. Das gut ist, aber auch gleichzeitig muss man sehr, sehr aufpassen. Mhm. Aber da können wir gleich nochmal auf Sprechen kommen beim Entgiften. Mhm. Ja, genau. Ich wollte jetzt auch nicht vorweggreifen, aber bei mir ging gerade das Kopfkino an. Also was es denn alles ist letztlich. Ne? Und das sind alles so Themen, die man sich nach und nach erschließt, wo man merkt, ach, das auch und das auch und das auch und nein. Ja. Und dann überlegt man halt, wie kann man das besser machen. Gut, wir haben es also geklärt, wie kommt es zur Übersäuerung im Körper, wo kommen die Sachen her? Jetzt kann man vielleicht mal zur nächsten Frage kommen. Wir haben gesagt, wenn wir genügend Wasser trinken, dann müsste es ja eigentlich rausgehen. Aber wir haben ja gesagt, wir machen Entschlacken, Entsäuern, um
die Sachen rauszuholen. Und da stellt sich mir die Frage, warum lagern sich denn die Sachen im Körper ab? Ist es einfach nur, weil die Menschen zu wenig trinken oder gibt es noch andere Gründe dafür? Okay. Also das ist eigentlich dann ein Problem, wenn zu viel Säuren kommen, wenn zu viel Gifte kommen. Normalerweise mit einem gesunden Körper, der ausgeglichen ist, Gleichgewicht ist, hat die Möglichkeit, die Gifte rauszuschmeißen. Worüber? Vor allem über die Ausscheidungsorgane, also über die Leber, über die Niere, auch über die Lunge, das Abatmen der Gifte und über die Haut. Wenn die aber belastet sind durch ganz unterschiedliche... Jahrelang Missbrauch, ne, auch durch Medikamentenmissbrauch, dann ist die Leber überlastet. Rauchen gibt es auch noch. Rauchen durch Alkohol, was auch immer. Ja. Es gibt auch im Jahresverlauf Zeiten, wo diese Entgiftungsorgane besonders belastet sind. Zum Beispiel der Frühling und der Herbst. Man kennt das so durch die Frühlings- und Herbstpickel, die dann auftauchen an der Haut, weil dann vor allem die Leber, aber auch die Niere, die sind dafür zuständig, dass sie umgeschaltet wird, ne, von Jahreszeit auf eine andere Jahreszeit mit dem ganzen Umbau von Stoffwechsel. Und da ist vor allem die Leber sehr belastet und dann sozusagen mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann schafft sie nicht mehr unbedingt diese normalen Ausscheidungsprozesse. Und das sind dann immer so Phasen. Oder eben einfach, wenn wir wirklich zu viel Säuren zu uns nehmen, zu wenig basische Stoffe. Man kann das auch so sagen, als wenn das Fass überläuft. Ja, weil wenn wir uns mal mit unseren Großeltern unterhalten haben oder wenn sie noch leben, mit denen sich unterhalten, wie die sich damals ernährt haben, das war nicht, jeder hat in Plastiktüten eingepackt, man ging mit der Milchkanne, wobei wir jetzt auch von Milch hier nicht reden wollen, dass das gesund ist für den Menschen, aber es war einfach eine andere Ernährungsform und heute gibt es Gummibärchen, Chips, das ganze Programm und die Organe sind dann irgendwann auch an ihrem Limit angekommen und können überhaupt nicht mehr diesen ganzen Prozess abarbeiten und demnach ist eben der Mensch heute übersäuert. Ja, jetzt habt ihr gerade gesagt, also sie lagern sich ab, also es heißt, wenn ich zu wenig trinke, wenn der Körper nicht die Möglichkeit hat, weil es vielleicht auch zu viel ist, lagert sich das ab. Ich denke, in den meisten Fällen ist es tatsächlich eher ein zu viel. Wo genau kommen die Gifte denn dann hin im Körper? Ist es, dass ich einfach... ja, sagt mir einfach mal, ich habe jetzt ein paar Möglichkeiten, aber sagt immer mal, wo lagert der Körper die ab? Wenn der Körper zu viele Säuren im Organismus einfach einlagert, dann lagert sich das sehr gerne auch an den Gelenken ab. Die Volkskrankheit schlechthin heute ist Arthritis. Das ist eine ganz große Volkskrankheit geworden, wo es sich in den Gelenken ablagert. Auch im Schultergelenk, Hüfte, Wirbelsäule, da ist ein sehr guter Ort, wo die sich sozusagen einlagern und ihr Unheil treiben. Allerdings eben auch im Gewebe. Und da ist die Vorstufe im Gewebe, lagert sich das ab. Und wenn man da nicht gegen vorgeht, dann eben ist der zweite Schritt eben der, wo der Halt- und Stützapparat stark mit beansprucht wird. Also im Bindegewebe. Bindegewebe hauptsächlich. Und dann auch im Fettgewebe, was ja ein Teil vom Bindegewebe ist. Ja, vor allen Dingen Fettgewebe auch im Fettgewebe. Vor allem die Schwermetalle rein, weil die halt fettliebend sind. Ja. Und die Säuren, so sagt man, gehen ins Bindegewebe. Der Körper versucht in erster Linie, die Säuren sind ja sozusagen im Blut drin, gehen dann in die Leber rein. Die Leber versucht, die aufzuknacken und dann zu entgiften und dann praktisch über den Stuhl auszuscheiden oder über den Urin. Ja. Wenn das eben nicht klappt, werden die halt gepuffert, also mit Wasser gepuffert ins Bindegewebe rein. Was passiert? Das Gewebe schwemmt auf. Ne? Ja, das heißt, erster versucht der Körper, das praktisch zu neutralisieren. Ja. Was passiert dann? Was braucht man, um eine Säure zu neutralisieren? Einen basischen Stoff. Holt sich der Körper das her aus den Depots? Knochen, Zähnen, Haaren. Da kannst du dir vorstellen, was dann erstmal mit den Depots passiert. Ja, das ist ja im Prinzip, das erkennt man jetzt, die ganz normalen Alterungserscheinungen, die Zähne werden schlechter, die Haare werden grau oder fallen aus die Knochen werden dünner und das ist ja ganz normal, wenn man älter wird, ja, aber eigentlich, wenn man das jetzt mal so beleuchtet, ist es gar nicht normal, das ist eigentlich eine Notreaktion des Körpers, zu sagen, Hilfe, mir geht's nicht gut, ich muss irgendwas tun, ich muss diese Säuren und Gifte neutralisieren. Das
greife ich mich selber an, um der Sache irgendwie Herr zu werden. Ganz genau. Richtig. Jetzt sagtest du gerade Bindegewebe und es schwemmt auf. Es gibt es ja Menschen, die neigen dazu, eher schneller, sag mal, dicker zu werden. Ja, also ich bin auch so jemand, wenn ich meine alten Bilder angucke, ich war 20 Kilo schwerer früher, ja. Und nachdem ich meine Ernährung umgestellt habe, ging das dann rasant nach unten. Aber es gibt aber auch Menschen, die rauchen wie ein Schlot und leben ein Leben, wo ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlage. Da ist aber nichts von dick, sondern eher dünn. Das heißt, der Körper muss also auch noch andere Möglichkeiten haben, die Gifte irgendwo wegzuschließen. Packt er sie in die Organe rein oder versucht es dann nur durch Angreifen der eigenen Substanz oder wie löst der Körper das? Es gibt verschiedene Konstitutionen. Das ist wichtig, genau. Es gibt ganz verschiedene Typen von Menschen. Also der eine ist eher veranlagt, eben dicker zu werden, andere nicht. Das wissen wir ja auch alle. Der eine geht mit Giften anders um als wieder ein anderer. Also es gibt wirklich Menschen, die treiben Unheil mit ihrem Körper über Jahre und denen siehst du es nicht an. Aber das ist wirklich, es ist wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz nur, ja. Aber ja. In der Regel, die Leute, die sich schlecht ernähren, alle die Dinge, die Jens gerade eben sagte, nicht gut atmen, zu wenig Wasser trinken, etc. und so weiter, denen siehst du das dann auch an. Ne? Also vor allen Dingen auch die Wassereinlagerung im Körper und eben auch diese Fettleibigkeit, weil wo werden die Gifte? Die Gifte sitzen halt eben auch gerne im Fett. Und wenn, sobald ich mich nicht entgifte vorher, dann kann ich eine Diät machen noch und nöcher und werde nicht dünner. Das ist eben eine Sache. Und da haben wir nämlich einen Punkt, den viele Leute, die jetzt auch übergewichtig sind, einfach nicht verstehen. Ja. Nämlich, dass die Ursache für Übergewicht jetzt gar nicht ist, dass sie zu viel Fett essen oder zu viel Zucker essen, sondern dass sie zu viel Säuren, Schwermetalle im Körper haben. Und was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt zu dick? Der Klassiker ist ja, ich mache Sport. Mhm. Dann zwinge ich den Körper, die Fette abzubauen und die Gifte, ich weiß nicht, wo er sie dann hintut, muss er irgendwo anders hintun. Dann geht es ja am Ende wahrscheinlich sogar noch schlechter. Und wenn ich dann nachlasse, da kommt der berühmte Jojo-Effekt und ratzifatzi, wenn ich da wieder, wenn der Körper wieder vielleicht ein bisschen mehr bekomme, dann sagt er, na endlich, jetzt kann ich die Gifte wieder wegpuffern, ja, mit den Fetten und dann geht das Gewicht sofort wieder hoch. Ja. Also ich schade meinem Körper eigentlich damit eher, wenn ich in so einer Situation jetzt anfange, Sport zu treiben und abzunehmen, weil ich den Körper zwinge, die Gifte aus den Depots rauszuholen, weil er die Fette nicht mehr hat, und ich zwinge ihn, die abzubauen, ja, und dann was passiert da? Wahrscheinlich ergraue ich dann vorzeitig oder was für Lösungen der Körper dann sucht, um die Gifte irgendwie... Weil du das auch gerade eben nochmal sagtest, Andreas, es ist tatsächlich so, bei Menschen, die dann sich wie zwingen, abzunehmen, also so halt eben auf so gesunde Art und Weise, also ungesunde Art und Weise abzunehmen, so radikal fasten und eben nicht noch Produkte zu sich nehmen, die dem Körper helfen, die Säuren zu entledigen. Die sehen wirklich nach so einer Tortur, sagen wir mal, die machen das 14 Tage, 3 Wochen und dann fangen sie wieder an, normal in ihr Raster zurückzuverfallen. Sieht man eindeutig, also es ist mir schon sehr oft gegangen, dass gerade die Nasenlabialfalte extrem schnell ausgeprägt wird. Und dass der Körper überhaupt sehr schal aussieht, weil eben der Körper wie so eine Notfallreaktion und im Grunde dann was viel Schlimmeres erfährt, als wenn er weitergemacht hätte mit dem, wo er vorher schon war. Ja, weil die wenigen Nährstoffe, die er hat, die muss er jetzt sozusagen dafür verwenden, um die Gifte jetzt da rumschwimmen, irgendwie zu neutralisieren. Also das heißt, er wird gezwungen, einen anderen Weg zu gehen, diese Gifte zu neutralisieren. Also es sind ganz spannende Themen. Ja. Ich wette damit, dass die wenigsten, die sich das hier angucken, sich dessen bewusst sind. Umso wichtiger ist es, dass man da mal drüber spricht. Und es gibt auch noch einen eigentlichen Punkt, den man noch ergänzen sollte, ist, dass der Körper muss gucken, was macht er jetzt mit den Giften, weil das Problem ist, die sind erstmal sicher weggeschlossen gewesen. Ja? Jetzt sind die aber wieder im System drin und sind im Blutgefäßsystem und wo auch immer und können da auch ein Unheil anrichten. Das heißt, die werden das eventuell woanders hingepackt, wo sie vorher nicht waren und schreiben da dann ihr Unwesen. Ne? Also zum Beispiel bei Schwermetallen weiß man, wenn die aus dem Fettgewebe ausgelöst werden, sind die erstmal wieder im Körper drin. Die Leber versucht das irgendwie damit zu handeln und zu entgiften. Und die können dann eventuell auch woanders eingelagert werden im Fettgewebe, unter anderem auch im Gehirn.
Ja, richtig, ja. Also ich vergleiche das mal, weil du sagst, dieses Aufwirbeln wie so ein Glas Wasser, wo was ich Dreck drin ist, das setzt sich dann ab, das wäre dann mal das Bindegewebe, es ist also irgendwo weggeschlossen und das Wasser ist klar und die Welt ist erstmal in Ordnung, ja. Wenn ich jetzt aber anfange, da ein bisschen das Ganze aufzuwirbeln, entweder weil ich jetzt Sport mache und sozusagen unwissend da dran gehe oder vielleicht auch falsch rangehe, ja, dann kann es eben passieren, dass die Dinge irgendwo anders sich ablegen. Und da kommen wir jetzt zur Frage, wie mache ich es denn richtig, beziehungsweise was kann ich im Allgemeinen jetzt tun? Ich muss ja die Sachen irgendwie rausbekommen und nicht einfach nur aufwirbeln und dann neu verteilen. Also sie sollen ja wirklich raus. Ja, also da, lass uns darüber sprechen. Also vielleicht erstmal, wie macht der Körper es normalerweise? Was gibt es für Entgiftungsorgane und wie kann man das Ganze dann eben auch unterstützen? Richtig. Also, die hatten wir eben schon angesprochen, diese Entgiftungsorgane, hauptsächlich wichtig sind die Leber, aber auch die Niere, die beiden harmonieren zusammen und arbeiten heute energetisch zusammen. Dann die Lunge vor allem und auch die Haut. Das sind eigentlich so unsere wichtigsten Entgiftungsorgane. Okay. Und wenn zu uns jemand in den Laden kommt und diese Frage stellt, das ist für mich häufig, ach, was kann ich tun, weil ich fühle mich verschlackt, was kann ich tun? Ich will endlich mal wieder entsäuern, was kann ich tun? Vielleicht hat er draußen auch einen Aufsteller gesehen, so. Ne? Dann sage ich immer, okay, wir können jetzt hier anfangen oder wir können hier anfangen. Man kann so eine Kleinigkeit tun, um mal irgendwie anzufangen, irgendwas zu machen. Dann empfehlen wir jetzt eine Teemischung, ne? so ein bisschen Säure-Base-Ausgleich. Ich erlaube mir mal hier was zu zeigen, das... Ein Tee, den ich dann immer ganz gerne empfehle, weil den nennen wir Basenbalance-Tee. Da sind ein paar Teesorten drin, die so leicht, ne, diesen Prozess anregen, dass sie die Säuren und die Schlacken lösen und dann rausbringen. Ist wie so ein erster Schritt, sag ich mal. Ne? Aber kann man ja auch mal so machen. Ne? Wenn man aber sagt, okay, ich möchte mal ein umfassendes Programm führen, weil ich noch nie sowas gemacht habe, sagen wir immer erst, okay, als allererstes müssen ja diese Flacken gelöst werden. Ne? Die müssen aus dem Bindegewebe oder auch aus dem Fettgewebe oder aus den Gelenken raus. Und wie machst du das? Ne? Wie machst du das? Wie macht man das? Dann empfehlen wir, bestimmte Kräuter zu nehmen, zum Beispiel die Birke, Birkenblätter, ein wunderbares Mittel. Birke ist eine Pflanze, die in der Natur steht und dann so eine Drainage, ein Drainagebaum ist. Wenn du den irgendwie in Wasser, Wassergebiet stellst, entwässert den Boden ganz schnell, entzieht dem Boden Wasser. Und das macht er beim Menschen genauso. Ja, und deswegen hast du so einen Drainageeffekt, und die Stoffe drin, die gehen ins Bindegewebe und lösen die und bringen die erstmal wieder in den Körper rein. Und das macht auch zum Beispiel Mais. Vielleicht kennst du diese Maisbärte, die da oben aus den Maisbäumen oben rausgucken. Ach so, wenn man den Maiskolben so im Laden kauft, Fäden, ja. Und dann machst du den so auf, dann sind so diese Fäden und die nennt man Maisbärte und das ist auch ein exzellentes Heilkraut, um eben diese Gifte auch rauszubringen. Schmeckt auch ganz lecker und das kann man über lange, lange Zeit nehmen, also ein ganz tolles Mittel. Ja. Einfach auch generell zu entwässern. Dann gibt es den Brennnessel. Brennnessel ist ein wichtiges Kraut. Löwenzahn, ne? Ja. Ist auch wunderbar. Also es gibt, ne, kann man so eine Mischung an Kräutern nehmen, wo man weiß, okay, die lösen die erstmal die Stoffe. Ne? Die große Klette ist ein exzellentes. Große Klettenwurzel, genau. Das ist ein tolles Mittel. Genau. Also ist das jetzt Mittel zum Lösen oder auch Ausleiten oder sowohl als auch? Ja, das ist halt, das würde man, hätte mir mal am Schluss gesagt, das teilweise auch zum Ausleiten, teilweise auch um die Entgiftungsorgane zu stärken. Das Schöne ist ja bei diesen lebendigen Naturheilmitteln, also bei den Heilkräutern, immer so, dass die so einen multiplen Effekt haben. Ne? Die machen jetzt nicht nur eine Sache, sondern die machen auf verschiedenen Ebenen, tun sie gut. Und ne, die Birke zum Beispiel ist auch das Mittel, um die Niere zu durchwässern. Das heißt, sie stärkt die Niere, um diese Gifte, die sie da vorher gelöst hat, auch gleichzeitig rauszuschieben. Mhm. Also das ist wunderbar. Das heißt, wir haben immer auf verschiedenen Ebenen durchaus mit einer Pflanze einen Helfer. Okay, jetzt haben wir erfahren, was ich tun kann, um die Gifte zu lösen im Körper, wie ich sozusagen also aus dem Bindegewebe die Gifte jetzt raushole. Was kann ich denn ganz konkret tun, damit ich die Gifte jetzt auch wirklich ausscheide, damit sie wirklich aus dem Körper rauskommen und nicht einfach dann irgendwie wieder neu verteilt werden? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die Gifte rauszubringen. Wie Jens ja anfänglich sagte, wir haben ein paar Entgiftungsorgane in unserem Organismus,
die Leber, die Niere, die Haut. Und eines der besten Sachen, um Säuren, um Gifte rauszubringen, ist zum Beispiel, Jens zeigt es mal. Das ist so unser Top-Favorit. Das ist hier der Lebertee. Wir haben uns dafür für ein Rezept entschieden nach dem Heilpraktiker Andreas Moritz. Sehr schönes Rezept, was ziemlich gut funktioniert mit verschiedenen Kräutern, die Leber entgiften, sie stärken, energetisch stärken, Stoffwechsel anregen und einfach dadurch kann die Leber ihre Entgiftungsfunktion besser vollziehen. Genau. Genau. Und dann gibt es auch noch einen Nierentee von der gleichen, also Leber- und Nierentee, so eine Kräutermischung. Am besten sagt er immer genau, wie die heißen. Da können wir nämlich nachher verlinken unten drunter. Ja, das ist jetzt hier der Nierentee nach Andreas Moritz. Ja, und der erste, den ihr eben hattet, wie hieß der? Das ist einfach Lebertee. Lebertee nach Andreas Moritz. Okay, alles klar. Mhm. Ja, und das sind so zwei separate Tees. Und der Nierentee macht das Gleiche für die Niere. Entgiftet, stärkt sie energetisch, da ist Goldblüte drin. Und es kann sogar, wenn man sie hat, so kleinen Nierenblies rausbringen. Also sind ziemlich gut temperativ. Ja. Und dann ist ja jetzt im Gespräch über mein Lieblingsprodukt aus der Herbatheke. Und zwar ist das ein Kräuterpulver eines Mannes, der Bertrand Heidelberger hieß. Und er war jetzt ein sehr großer, eingeweihter Heilpflanzenkundler des letzten Jahrhunderts. Und er hat eine Mischung ins Leben gerufen aus Bibernelle, Kümmel, Wacholder, Anis, Fenchel, Schafgarbe und Wermut. Und das Ganze heißt 7 Kräuterpulver nach Bertrand Heidelberger. Hier ganz einfach bei uns immer in komplett ungebleichten Tüten verpackt, per Hand. Wir sind eine Manufaktur, hier gibt es keine Maschinen. Und dieses Pulver ist ganz exzellent, um eben sehr viele Bitterstoffe in den Körper zu bringen, eben auch das, was der Leber- und Nierentee bietet, um eben diese ganzen Gifte herauszuschwemmen. Da ja die Ernährung oder die Nahrung heutzutage viel zu wenig Bitterstoffe enthält, du weißt ja, dass die Salate, die haben richtig ja die Bitterstoffe rausgezüchtet, damit es dem Gaumen besser schmeckt, aber die Leber leidet darunter. Deswegen müssen wir jetzt leider wieder von außen Bitterstoffe zuführen, damit es der Leber gut geht. Genau, weil die Bitterstoffe, die braucht die Leber, um eben auch Gallenflüssigkeit zu bilden. Und Gallenflüssigkeit brauchen wir, um Fette zu verstoffwechseln. Und da gibt es auch wieder einen Mann, der hieß nämlich Hippokrates und der lebte 3000 Jahre vor Christus. Und der hat schon gesagt, die Gesundheit des Menschen steht und fällt mit den Körpersäften. Und das ist eben das Problem heute, dass wir zu viel Zucker, zu viel Weizen, zu viel Tralala zu uns nehmen. Und zu wenig Bitterstoffe und demnach ist eben diese Bilanz nicht mehr da und die ganzen Stoffwechselprozesse werden wie gehemmt und verlangsamt und demnach eben haben wir eben alles Mögliche, was wir so haben. Ne? Ja, prima. Und mit diesen Mischungen kann ich sozusagen sehr, sehr gut gegensteuern. Genau. Dann letztlich vielleicht noch abschließend könnte man sagen, wer jetzt noch was über die Haut machen möchte, gibt es was Schönes noch. Man kann sehr schön Bäder machen mit Salz, mit gutem Hautsalz, weil dieses Salz sozusagen die Gifte über die Haut rauszieht. Mhm. Weil, ne, wie gesagt, über die Haut giftet man auch gut und das kann man eben auch sehr schön forcieren in so einer Zeit. Genau, dass man also basische Bäder nimmt, basische Fußbäder oder auch mal öfter in die Sauna geht und sich mit einem Salz, was man angereichert hat mit Öl, damit es nicht dann abfällt, da gleich irgendwie ein bisschen einreibt und nochmal einen zweiten Saunagang macht, um den osmotischen Effekt eben auch zu haben. Ganz exzellent. Ja, wie sieht das dann aus? Das heißt, ich würde da einfach diese Tees über einen längeren Zeitraum trinken und tue mir dann damit was Gutes? Oder wie läuft das dann ab? Genau, also im Grunde würde man empfehlen, das durchaus parallel zu machen. Also würdest du gleich anfangen, sagen wir mal, ein paar Tage so eine Teemischung zu trinken. Und dann ist aber wichtig, weil wir wissen ja, jetzt sind sie wieder im Körper sozusagen drin, gelöst. Das sind jetzt aber wieder die Säuren, ne? Die reaktiven Stoffe. Die sind aggressiv, das heißt, die müssen wir jetzt wirklich mal bremsen und neutralisieren durch eine gesunde Ernährung dann. Ja, durch eine gesunde Ernährung. Da kommen unsere beliebten Smoothies in Spiel. Ne? Oder die Säfte. Die Säfte, alles was basisch ist. Alles was viel, viel... Und was bitte auch frisch ist. Also nicht aus einer Flasche.
So, ja. Genau, so wie die Lebensmittel kommen, dass man sie auch tatsächlich so, so zu sich nimmt. Ne? Also nicht jetzt hier irgendwie Tetrapack Saftkuren machen, davon halten wir gar nichts, sondern tatsächlich sich die Obst- und Gemüsesorten im Bioladen zu kaufen und die dann zu Hause zu verarbeiten. Ja, also wer mehr zum Thema grüne Smoothies wissen möchte, auf meinem Blog grünundgesund.de findet ihr jede Menge Informationen zum Thema grüne Smoothies. Und zum Thema Säfte, da muss ich jetzt nochmal nachhaken, denn da ist eben oftmals das Missverständnis für diejenigen, die eben das vielleicht neu ist, Säfte. Was heißt Säfte? Genau wie du sagst, es sind eben nicht die Säfte aus dem Geschäft, schon gar nicht pasteurisierte, sondern es geht hier um frische Säfte, um Gemüsesäfte, nämlich also mit viel Gemüseanteil. Ne? Nämlich warum? Weil eben die Nährstoffe da drin sind. Ne? Und das sind eben die Dinge, die unserem Körper ja oftmals fehlen, und die er dann eben auch braucht, um eben ja, Säuren zu neutralisieren, um die Funktionen des Körpers aufrechtzuerhalten, um dafür zu sorgen, dass es eigentlich normal funktioniert. Aber wenn man sich jetzt mal die Ernährung anguckt heutzutage, gähnende Leere, was Nährstoffe angeht, plus die Gifte on top drauf, die normalerweise eigentlich nicht da sind. Genau. Und dann nochmal, vielleicht nochmal kurz zurück, apropos Heilpflanzen, auch die liefern uns Mineralien, also die basischen Stoffe. Das ist total schön eigentlich, weil immer wieder kommt ja die Frage von Kunden, ist der Tee denn eher sauer oder basisch? Und dann kann man eigentlich generell sagen, nein, es gibt keinen sauren Tee. Weil alle Teesorten haben immer so einen hohen Anteil an Mineralien, manche mehr, manche weniger. Deswegen sind Tees per se basisch. Und, ne, das heißt, sie liefern auch gleichzeitig noch diese basischen Stoffe mit, die wir brauchen, um die Säuren zum Neutralisieren. Ja, genau. Und dann auch wirklich dann Smoothies und dich vitalreich ernährst, dann bist du hast du den Schritt auch schon gut gemacht. Ja. Jetzt will ich noch eine Frage loswerden, und zwar, ihr habt jetzt Birke angesprochen, verschiedene Wildkräuter, also Brennnessel, Löwenzahn, es gibt ja unzählige Wildpflanzen. Jetzt, wenn ich hier gerade aus dem Fenster schaue, sehe ich alles voll mit Wildpflanzen. Also ich kann ja rausgehen und die Sachen frisch pflücken. Ja. Also wenn ich diesen Weg wähle, wie würde ich mir denn damit mir dann was Gutes tun? Soll ich das einfach so essen? Oder wie soll ich mir dann frischen Tee rauszubereiten? Wenn ja, wie mache ich das? Was empfiehlt ihr da, wenn ich jetzt die Wildkräuter vor der Tür habe? Also hervorragend. Wenn man jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt in Berlin City wohnt, so wie wir das machen, sondern die Möglichkeit hat, rauszugehen und viel Natur zu haben, was natürlich Berlin auch bietet, aber nicht so doll, dann kann man zum Beispiel sich eine Literatur besorgen. Und zwar heißt es Schau mal, was da blüht. Das ist ein sehr schönes, kleines gutes Buch, ja. Schau mal, was da blüht. Schau mal, was da blüht, genau, wo man dann an der Seite mit den Farben was erkennt. Und dann kann man natürlich auch da nochmal nachschlagen. Und in der Tat, also kann man zum Beispiel jetzt gerade blüht ja der Löwenzahn in voller Hülle und Fülle, und da kann man durchaus auch mal mit einem kleinen Stoffsäckchen loslaufen und sich diese Löwenzahn gelb blühenden Blumen pflücken und die in den Salat mit einmischen. Das regt den Gallenfluss enorm an, liefert total tolle Bitterstoffe. Und sage ich mal, so ein Eisbergsalat sieht zwar immer nice aus, aber bringt einem nichts, weil da tatsächlich Power ist dann wirklich in den Bitterstoffen. Und das hat natürlich zum Beispiel Löwenzahn, das Blattwerk, als auch die Blüte. Was gibt es noch? Unzählige Sachen, Kapuzinerkresse, alles, was man so draußen finden kann. Der Girsch. Der Girsch, ja. Also wie gesagt. Ja, nicht wegschmeißen, kein Unkraut-Ex drauf, essen. Richtig. Aber bitte nicht erst Unkraut-Ex und dann essen. Also das wäre dann Vergiftung statt Entgiftung. Genau. Ja, also das heißt, ich kann das so essen, ich kann aber auch einen Tee daraus zubereiten. Da würde mich jetzt interessieren, wie mache ich das, wenn ich jetzt frische Sachen mache und dann Tee rausmachen möchte? Wie würdet ihr dann vorgehen? Die Frage kommt auch häufig und die ist auch wichtig. Pfefferminze oder eben auch Löwenzahn. Man kann im Grunde genommen sowieso jeden Tee, den man auch jetzt mal bei uns zum Beispiel getrocknet kaufen kann, natürlich auch frisch machen. Wäre genauso gut, wäre auch teilweise besser, aber manchmal hat man es eben auch nicht zur Verfügung. Und die Anwendung ist exakt die gleiche. Wenn ich sage, nimm bitte 2 Gramm von Pfefferminze auf 100 Milliliter Wasser zum Beispiel, ne, und lass sie 12 Minuten ziehen, dann machst du genauso 2 Gramm von der frischen, ne, weil das gleicht sich auf die Dauer aus. Wenn die Pflanze getrocknet ist, hat es ja
weniger Masse, aber eben dadurch potenziert die Inhaltsstoffe, und bei der lebendigen ist andersrum. Von da hast du genau 1:1 die Menge von der Dosierung wie bei einer getrockneten Pflanze. Ja. Natürlich würde man sie dann etwas reinigen, logischerweise säubern, ne? Damit es nicht von Schmutz und so, und natürlich auf jeden Fall sammeln in Gebieten, wo man weiß, die sind unbelastet. Und dann kann nicht man unbedingt an der Autobahn. An der Autobahn oder auf Wiesen, wo man weiß, die sind gespritzt oder nebenan wird gespritzt. Ne? Das sagt einfach der logische Menschenverstand, was man machen soll. Ja, ich meine, das kaufen wir ja schon im Geschäft, das Gespritzte. Das müssen wir nicht noch frei. Ich hoffe nicht. Ja, genau, ja. Ja, nee, das ist wichtig. Und was man natürlich auch machen kann, also ich kann es einfach so essen, ich kann Tee rausmachen, oder wir haben eben darüber gesprochen, Smoothies oder eben Säfte. Ja. Für den Smoothie würde ich es eben mixen mit Obst in den Mixer und dann eben dieses leckere Getränk, dieses Mixgetränk rausmachen, um da eben auch diese Pflanzengrün zu mir zu nehmen. Und beim Saft würde ich halt mit einem klassischen Entsafter arbeiten, zum Beispiel der Omega Juicer 8226, der sehr zu empfehlen ist. Ich weiß nicht, ob ihr da noch eine andere Empfehlung habt, den habe ich im Einsatz sehr, sehr gut. Und damit kann man dann auch wunderschön die Wildpflanzen, die halten sich ja nicht so lange, jetzt in frischer Form, müsste sonst trocknen, einfach pflücken, rein, dann habe ich einen frischen Saft, kann also sehr viel Pflanzengrün zu mir nehmen, ganz konzentriert, gibt diese schönen grünen Shots. Genau. Und da kann ich mir richtig Power geben und meinem Körper enorm Nährstoffe zuführen und viele andere gute Dinge, die sonst ja wahrscheinlich eine ganze Woche nicht auf dem Speiseplan bei mir stehen, wenn ich konventionell ernähre. Ja. So, wenn wir jetzt aber diese Möglichkeit nicht haben und die wilde Natur draußen vor der Tür steht, warum auch immer, entweder haben wir Winter, ja, und oder man wohnt in der Stadt oder was weiß ich, hat keine Zeit, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, dann gibt es natürlich die wunderbare Möglichkeit, das Ganze in getrockneter Form zu bekommen. Und da seid ihr, haben wir ja eingangs erwähnt, die absoluten Experten mit 450 Wildpflanzen oder überhaupt Pflanze, müsste mir jetzt sagen. Heilkräuter. Kannst du Heilkräuter, Heilkräuter nennen, wirklich, weil jede, die Drogen, die wir haben, sind alle, haben eine Heilwirkung. Ja, okay. Also da gibt es bei euch wirklich von bis einmal sowohl die Tees, aber eben auch das Wissen, was man denn damit machen kann. Das ist ja das Tolle. Und deshalb habt ihr auch so einen großen Zustrom von Menschen, die sich bei euch eben informieren. Eigentlich ist so stelle ich mir eigentlich eine Apotheke vor, ja? Wenn ich in die Apotheke gehe, dass ich sage, was kann ich denn tun, das habe ich, was kann ich damit unterstützen, und dann möchte ich eigentlich genau sowas sehen, die Wildpflanzen, ja, jemand, der mich berät und sagt das, und nicht ja, Chemie 1, 2, 3 und gib ihm, ja, also so stelle ich mir das vor, und deshalb finde ich das großartig, was ihr macht in eurer Herbathek. Für alle, darf ich mal kurz? Ja, bitte, nur zu. Also, du hast ganz recht. Und zwar ist die Herbathek wirklich sowas, man darf das immer nicht so sagen, aber so etwas wie eine alte Klosterapotheke. Man darf ja nicht vergessen, dass das Wissen der Heilkräuter ja schon viele Jahrhunderte, Jahrtausende. Ja. Und zum Beispiel lange vor Christus gab es ja schon große heilpflanzenkundige Menschen, aber auch zum Beispiel 1000 nach Christus, die große Hildegard von Bingen, die uns viel Wissen über die Kräuter überliefert und beigebracht hat. Und tatsächlich kommen die Kunden rein und fragen, und wir geben das, was wir können, an Antworten. Und die Heilkräuter, im Grunde sind sie ja die Grundlage der Pharmakologie heute. Ne? Also das ist einfach mal, es ist so. Es gibt ein Schmerzmittel für den Kopf, was jeder kennt. Da ist Weidenrinde drin. Und es ist auch ein, sage ich mal, ganz natürlicher Stoff, den man in Teeform trinken kann, wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen hat. Und darüber hinaus kann man hier noch Stunden erzählen, was jedes einzelne Heilkraut kann. Aber es kann mehr, als man glaubt. Ja, vielen Dank erstmal für die vielen Informationen. Wer jetzt mehr über euch erfahren möchte, wer euch vielleicht sogar mal besuchen möchte, sowohl vor Ort oder bei euch im Online-Shop. Wo findet man euch? Also in Berlin findet man uns in der Kollwitzstraße 76 in Prenzlauer Berg. Und im Internet findet man uns unter www.herbathek.com. Herba dort und Thek wie die Theke ohne E. Herba. Die Links gibt es alle direkt hier unter dem Video auch nochmal. 18 Produkten, die eben gezeigt haben. Wer da Interesse hat, verlinken wir auch.
Und dann haben wir jetzt noch was ganz Besonderes, denn ihr habt noch was mitgebracht. Ja. Tada. Das sieht nach einem kleinen Gewinnspiel aus. Und dann, wenn ihr das denkt, ist es genau richtig, denn ich mache das immer wieder sehr gerne bei mir in Interviews, Gewinnspiele. Es soll sich ja auch lohnen, hier zuzuschauen in doppelter Hinsicht. Ja? Also einmal viele tolle Infos, aber eben auch die Möglichkeit, was zu gewinnen. Was habt ihr denn da Feines? Ja, wir haben hier ein Reinigungsset. Nein, eine Detox-Box. Da muss man heutzutage aufpassen mit diesem Wort Detox. Ja? Also offiziell heißt es Reinigungssets. Manch einer nennt das Detox. Vielleicht kann man es so formulieren. Ja. Hört sich irgendwie auch ein bisschen netter an als Reinigungsset. Ja. Da sind jetzt verschiedene Tees drin, die halt genau das tun, was wir eben vorhin angesprochen haben, die Säuren lösen und die Gifte lösen und dann auch später die Organe unterstützen, um die rauszubringen. Mhm. Wir haben noch was dazu reingetan, das sind die Flohsamen, die Schalen, die gut sind für den Darm. Das wäre dann auch ein weiteres Thema, um den Darm zu reinigen. Das ist auch noch ganz wichtig. Dann ne, das angesprochene 7-Kräuterpulver. Also sind verschiedene Sachen. Ich sage auch mal, es ist auch nicht das komplette Paket. Man kann noch viel mehr machen. Aber das ist schon ein guter Starter, um sozusagen mal in dieses Detox-Thema reinzugehen. Genau. Wenn man jetzt, sage ich mal, anfangen möchte, überhaupt mal in das Thema reinzugehen, dann ist das hier keine Überforderung, sondern ein guter Wegweiser, um einfach mal zu starten und da in der Hinsicht mal ein bisschen voranzugehen, um die Gifte herauszubringen. Okay, prima. Dann ist natürlich jetzt die Frage, wie bekomme ich denn dieses wunderbare Set, dieses Reinigungs-, Entgiftungs-, Detox-, wie auch immer Set, um die Gesundheit, die Ausleitung von Giften im Körper zu unterstützen. Wir machen das wie folgt. So haben wir es eigentlich schon ganz oft gemacht und so funktioniert es eigentlich immer am besten. Unter diesem Video, wenn ihr auf dem Blog grünundgesund.de seid, gibt es eine Möglichkeit, einen Kommentar abzusetzen. Wenn ihr es direkt auf YouTube seht, dann wechselt auch über den Link hier unten drunter zu dem Blogbeitrag auf grünundgesund.de. Dort könnt ihr einen Kommentar abgeben. Und zwar habt ihr dazu jetzt, sagen wir mal, 10 Tage ab Ausstrahlung Zeit. Das heißt, bis zu dem Datum, das wir jetzt hier einblenden, bis zu diesem Datum habt ihr Zeit, einen Kommentar abzugeben. Und danach werden wir Gewinner auslosen und die bekommen das dann zugeschickt. Wie viele Gewinner gibt es denn? Es gibt 3 Gewinner. Oh, das ist sehr gut. Also ihr habt gleich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt, mal um den Faktor 3 vergrößert. Also 3 wunderbare Sets. Ich sage vielen, vielen Dank dafür, dass ihr die zur Verfügung stellt. Und allen, die mitmachen, wünsche ich da natürlich ganz viel Glück und Erfolg. Aber ihr habt ja auch, wenn ihr nicht gewinnt, jetzt ganz viele Informationen bekommen, wie ihr sogar kostenfrei vor der Haustür die Pflanzenwelt nutzen könnt, um mehr Nährstoffe im Körper reinzubringen. Und ihr wisst jetzt auch, was ihr tun müsst, um sie wirklich auch effektiv auszuleiten. Ja, ihr Lieben, es hat mir ganz viel Spaß gemacht, das Interview. Ich hoffe, euch, die ihr zugeschaut habt, habt auch eure Freude dabei, habt das eine oder andere mitnehmen können. Euch wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg mit eurer Herpathek weiterhin. Ich wünsche euch, dass viele Menschen zu euch finden, immer mehr zu euch finden und dass ihr euer Wissen noch viel, viel mehr Menschen weitergeben könnt. Denn ich weiß, dass so viele Menschen da draußen sind, die auf der Suche sind und die gefangen sind in diesem System, die eben dieses Wissen nicht haben, die einfach nur zu Ärzten hinrennen und die Chemiekeulen verpasst bekommen und gar nicht so richtig verstehen, warum ihr Körper reagiert, so wie er reagiert, so wie es bei mir früher auch war, wie es bei euch auch teilweise früher war. Und ja, wir haben da einen Weg rausgefunden, die Natur und die natürlichen Mittel, Pflanzen, aber auch Ernährungsumstellung, Optimierung haben da einen großen Beitrag zu geleistet. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren, wünschen ganz, ganz viel Gesundheit und Dankeschön nochmal an euch und natürlich allen ganz viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und wenn euch das Video gefällt, gebt gerne einen Daumen hoch oder schreibt, wie gesagt, einen Kommentar. Und dann sage ich Dankeschön nochmal an euch und bis ganz bald, euer Andreas von grünundgesund.de. Ciao.